diesem Video. Oh mein Gott. Als ob irgendjemand sowas machen würde. Nein! Wenn es eine Parodie sein soll, holt mich überhaupt nicht ab. Also ich habe, glaube ich, irgendein Problem beim Gehirn. Es kommt noch ein Diss-Track zu... Hallo, Leute. Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Ungeklickt. Und vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Geburtstagsglückwünsche. Aber Leute, aber, ich habe heute Geburtstag. Ich weiß echt, wie ihr darauf kommt. Heute hab Geburtstag, aber ich habe nicht am 31. August Geburtstag. Also nicht erst im Sommer, Leute. Das ist noch ein bisschen hin, ja. Heute ist einiges passiert. Ich habe auf meiner Liste, meine Liste ist komplett voll mit Themen. So, Unsympathisch TV, wir schauen rein. Unsympathisch TV, der macht ja nicht so Hoff-Videos, aber wenn, okay, Krass-Klassenfahrt, oh nein, er reagiert auf Krass-Klassenfahrt. Okay, falls ihr nicht genau wisst, was Krass-Klassenfahrt ist, wir gehen mal ganz auf den Kanal. Ein Projekt von zwei YouTubern, und zwar dem Jonas von YouTubephone und dem anderen, der ist glaube ich auch Jonas, den kenne ich aber nicht. Und da schauen wir mal rein, was Unsympathisch TV zu der ganzen Sache sagt. Let's go. Hallo und damit nicht herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Diesmal bitte pünktlich um 18 Uhr. Und heute freue ich mich tatsächlich sehr, weil heute schauen wir uns die Serie an, beziehungsweise eine Folge von der Serie Krass Klassenfahrt. Mir wurde nur gesagt, dass es schauspielerisch ganz, ganz krass sein soll. Ja, es ist sehr, schauspielerisch ist es sehr wirklich stark. Also Prank Bros ungefähr in einer Ebene mit Krass Klassenfahrt. Ich würde sagen, wir reden nicht drum rum, wir starten direkt rein. Guck da raus. Nicht euer Ernst. Das sieht aber echt gut aus. Warum denn Drogen? Oh mein Gott. Nicht euer Ernst. Warum denn Drogen? Okay, erster Ausschnitt. Also ich habe keine Ahnung, was da für Tabletten auf den Tisch gelegt worden sind. Ich glaube, ich habe nur eine Aspirin und eine Ibuprofen gesehen. Aber ich fand die Stimme von dem Typen schon mal ganz nice. Und die andere so. Warum denn Drogen? Wir sehen schon mal das Niveau, um was es sich handelt. Auch einfach die Story technisch. Dann macht das alles viel mehr Spaß. Ihr könnt doch auch ohne Spaß haben. Ach. Aber ey, was ist eigentlich, wenn Frau Ostermann jetzt reinkommt? Aber Leute, was ist denn eigentlich, wenn Frau Ostermann jetzt reinkommt? Unsere strippende Klassenlehrerin. Oh ja. Was ist denn da los? Die Sendung eskaliert ja in alle Himmelsrichtungen. Also ich bin gerade wirklich sprachlos. Erstmal die Diskussion, ob man ohne... Also da muss man doch gar nicht drüber diskutieren. Ohne Drogen kann man keinen Spaß haben. Das ist doch logisch, da hat der eine ganz rechts auf dem Sofa recht. Aber ey, was ist eigentlich, wenn Frau Ostermann jetzt reinkommt? Berechtigte Frage. Was ist denn, wenn jetzt Frau Ostermann reinkommt? Bam, bam, zack, zack, geh! Übrigens heißt es im Titel, dass Frau Ostermann Camgirl ist. Ich bin sehr aufgeregt über Frau Ostermanns Aussehen. Oh ja. Oh ja. Es wäre echt ärgerlich, wenn Frau Ostermann heute die Party crashen würde. Wie kann man denn sowas produzieren? Das ist ja... Oh mein Gott. Ich meine, es könnte wirklich der Abend werden, an dem... Mann, alle YouTuber kritisieren so RTL und ProSieben und so diese ganze... Ich sag mal, diese ganzen Low-Scheiß. Und dann gibt es so YouTuber, die produzieren sowas selber auf so unironische Basis irgendwie. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Dem Jus und ich, naja... uns halt eben näher kommen. So nice. Ey, Grüße gehen raus an Luca. Die Ausschnitte sind so nice heute. Man kennt es einfach Berlin Tag und Nacht und keine Ahnung was, Köln. 5, ja, 6, ist halt einfach, oh mein Gott. 7, wo immer noch der einzelne Charakter so gefilmt wird und was sagen muss. Und auch hier in dem Fall haben die einfach das Klischee erfüllt. Und ich bin jetzt schon drin. Ich bin gefangen in dieser Folge. Was passiert denn noch? Okay, ich kann es nicht länger für mich behalten. Was denn? Ich schreibe mit einem Pariser Influencer. Oh, nein. Mhm. Nein. Niemals. Erzähl mehr. Oh mein Gott. Als ob irgendjemand sowas machen würde. Pariser Influencer. Ich schreibe mit einem Pariser Influencer. Influencer? Nein! Aufstehen! Erzähl mir mehr! Nein. Niemals. Niemals. Du hast mit ihm geschrieben? Oh mein Gott, das ist ja komplett geisteskrank. Du hast mit einem Influencer geschrieben? Erzähl mir mehr. Erzähl mehr. 25. Modelt. Model? Aha. Erzähl mehr. Genau das Richtige für mich. Und du weißt nicht, wie er schreibt. Er schreibt so inspirierend, wie ein Poet. Inspirierend? Was ist das? Oh shit, Mann. Oh shit. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das weitergucken möchte, obwohl es nur die Reaktion von Sascha ist. Es ist ja so krass, es ist so krass. Ich finde auch die Reaktion von ihr so nice. Erzähl mehr, erzähl mehr. Ey, der Traum eines... sie lebt auf jeden Fall den Traum, glaube von jedem Girl. Pariser Influencer, der modelt. Da braucht man doch gar nicht mehr, oder? Genau das Richtige für mich. Hallo. Hey! Georg, setz dich. Komm her. Georg, könntest du vielleicht heute Nacht zu Frau Ostermann sie ablenken?
Oh, das wäre total wichtig. Ich meine, du nimmst ja eh keine Drogen. Es ist ja wirklich schon fast eine Versuch-nicht-zu-lachen-Challenge. Was ist denn hier los zum Teufel? Ey, es ist so nice. Also wer auch immer hinter diesem Drehbuch steckt, ich habe gerade Angst auch, dass dieses Video gesperrt wird, dass ich einen Strike dafür kassiere übrigens. Na, dann wollen wir mal. Frau Ostermann. Sie hatten Angst, dass Frau Ostermann sie erwischt und jetzt erwischen sie Frau Ostermann. Oh mein Gott, der Plot-Twist. Ja, das ist eine Parodie. Naja, also eine Parodie ist was anderes in meinen Augen, aber okay. Das ist gesponsert. Von was wird das gesponsert? Von was wird krass Klassenfahrt gesponsert? Stopp. Was machst du hier? Warum kommst du einfach in mein Zimmer? Was machen? Was? Hier? Kannst du nicht bitte wieder gehen? Was? Soll das alles? Anastasia. Was bedeutet das denn? Stopp. In was für einer Welt kommt die Schülerin rein? Die Lehrerin sagt einfach Stopp und dann sagt die Schülerin aber nicht, okay, ich gehe wieder raus, sondern sagt einfach, was hat das hier, was hat das hier zu bedeuten? Was ist denn hier los? Was hat das hier zu bedeuten? Aber warum reden sie so? Was machst du hier? Warum kommst du einfach in mein Zimmer? Was machen was hier? Was machen Kannst sie hier? Bitte wieder gehen? Was? Die Lehrerin ist einfach... Die Lehrerin ist einfach jünger als die Schülerin. Und da hält so jemand, was ist das, eine Kamera? Das ist das Kameragimbal übrigens. Ne? Also da hält jemand dieses Kameragimbal so, um die halt von der anderen Seite zu filmen. Und das ist der Gegenshot. Und eigentlich sollte man im Gegenshot nicht die Kamera sehen, aber man sieht sie halt einfach. Sind sie Kinder? Es ist so heftig. Uff. Ey, Anastasia hat es so gut geschauspielert. Es ist wirklich so, als ob... Uff, Alter, einfach nur uff. Also kurz mal zu dem Kommentar, oder es haben auch manche geschrieben, das ist eine Parodie. Also Leute, eine Parodie soll ja das Original parodieren. Das ist ja eine sinnvolle Parodie. Aber es kann ja als Parodie gemeint sein. Wenn es als Parodie gemeint ist, ist es aber leider keine gut umgesetzte Parodie, weil es wirkt eher wie eine echte Serie, die einfach nur schlecht produziert ist. Dieses Argument am Ende zu sagen, wenn die dann fertig ist mit der Serie und es irgendwann Kritik gibt, ist doch alles nur eine Parodie. Alles auf so eine Parodie schieben, ist nicht so das Beste. Und ich muss wirklich sagen, die Frau, wie heißt die nochmal, Ostermann? Also da muss ich sagen, so eine Lehrerin hätte ich früher auch gern gehabt. Also falls sie wirklich Lehrerin ist, Grüße gehen raus an alle Schüler der Frau Ostermann. Bruder. Ich glaube, du verstehst das nicht. Also als Lehrerin, da verdient man nicht gut. Und ich versuche halt mir so ein bisschen... Man kennt es. ...was dazu zu verdienen. Aber das darf halt niemand wissen. Das darf wirklich keiner erfahren. Natürlich ist das nicht ernst gemeint. Das ist nicht ernst gemeint, ist ja klar. Bei krass Schule ist ja auch nichts ernst gemeint. Bei den ganzen Daily Soaps, die so produziert sind, natürlich ist das nicht ernst gemeint, weil es alles einfach nur ein Drehbuch ist. Natürlich ist das alles nicht ernst und ernst gemeint. Es ist mir doch klar. Aber ein Unterschied, das hier ist halt eine Parodie gewesen auf diese ganze Game Master-Scheiße. Und das ist so übertrieben dargestellt, wie halt eine Parodie sein sollte, dass man halt auch rafft sofort, es ist eine Parodie, ja? Zum Beispiel, das sieht man an dieser Stelle hier. Müssen noch die Kameras checken gleich. Hier ist alles in Ordnung. Die Kamera läuft hier auch, die auch. Das heißt, siehst du, also die rennen halt durchs Bild, der Game Master kommt in das gleiche Zimmer. Es ist halt sofort nach einer Sekunde Betrachtung klar, das ist halt einfach nur über etwas lustig machen. Auch wenn es jetzt nicht eine mega starke Parodie ist, so ist es okay. Aber das hier ist nicht als Parodie sofort erkennbar. Das ist noch ein Unterschied. Wenn ich mich darüber, also wenn ich, die Leute, die das ernsthaft gucken oder sagen, ja, das ist eine Parodie und das zu rechtfertigen, dass sie es gucken, die werden es eh nicht akzeptieren. So, und da sage ich dazu nichts. Ich hoffe, dass Anastasia das für sich behält und ich ihr wirklich vertrauen kann. Aber wartet mal, ihr dürft es nicht filmen, das müsst ihr rausschneiden. Okay, das zum Beispiel ist eine Szene. Ich nehme es noch mal kurz zurück. Moment. Also, die Sachen, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, ich habe mir von den Folgen noch keine komplette Folge angeguckt. Das zum Beispiel ist eine Szene, die wirkt natürlich, das wirkt jetzt wie eine Parodie, da muss ich zugeben. Vielleicht die Leute, die es komplett geguckt haben, vielleicht ist es wirklich an vielen Stellen so offensichtlich. Aber das, was wir bis jetzt gesehen haben, war nicht offensichtlich eine Parodie, sondern einfach nur schlecht gemacht. Ich will, das müsst ihr rausschneiden. Guck mal, Sascha versteht auch nicht, dass es eine Parodie ist. Es ist so genial. Ich komme nicht drauf klar, was da für ein Drehbuch geschrieben worden ist. Und ich komme vor allem nicht auf die schauspielerischen Künste klar. Also Frau Ostermann ist neben Camgirl und Lehrerin auch noch eine extrem gute Schauspielerin. Wenn die jetzt auch noch anfängt, Drogendealerin zu werden, dann ist es wirklich die perfekte Ehefrau. So ein Ding war das. Hey, Leute, was passiert hier? Leute, wir brauchen einen Loser. Okay, dann nehme ich es zurück, Leute. Wie gesagt, nur die Sachen, die ich bis jetzt davon gesehen habe. Ich habe mir noch keine Folge komplett angeguckt. Die Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, jetzt ist es offensichtlich, dass es einfach nur extra so schlecht wie möglich gemacht sein soll. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er kann Leben retten! Oh Gott! Im Himmel!
Aber Sascha hat dann scheinbar immer noch nicht verstanden, dass es Luca, du Schlitzohr! Junge, das ist auf jeden Fall eine Versuche nicht zu lachen Challenge. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, Krass Klassenfahrt wird meine Serie im Jahr 2019. Und ich schaue wirklich normalerweise keine Serien. Ich bin begeistert und es hat mich einfach abgeholt. Also keine Ahnung, mein Ding ist es überhaupt nicht. Aber alles, was ich von dieser Serie gesehen habe hier, macht mich eher aggressiv, anstatt dass ich es lustig finden soll. Wenn es eine Parodie sein soll, holt es mich überhaupt nicht ab. So, es haben ganz viele Leute geschrieben, Reportagen. Wir sind eigentlich schon über der Zeit, das haben so viele Leute geschrieben. Reportagen. So, der hat da was Neues hochgeladen und zwar hat er einen Song hochgeladen, heißt Impact, 3 Tagen. Den haben wir noch nicht reingehört. Hören wir mal rein. Parlament voran, der wird in Songs gedisst. Warte mal kurz. Hä? Das haben wir doch, da haben wir doch reingeschaut, oder? Haben wir es angehört? Hier eine Kost. Das ist ja gar kein Song, oder? Ich lasse alles hinter mir und habe es erreicht, was ich wollte. Nee, das haben wir nicht gehört. Nee, das haben wir noch nicht gehört. Haben wir es gehört? Nee, das haben wir nicht gehört, oder? Ich war mir gerade nicht sicher. Oder doch? Hä? What? Habe ich mir das komplett angehört? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Ich muss mal kurz mal reinhören. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern gerade. Das ist erst der Anfang und doch lange nicht das Ende. Knall die Stimme in den Okay, irgendwie habe ich mir das schon angeguckt, aber ich habe es vergessen. Also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hier mit dem Anfang kommt mir das sehr bekannt vor. Aber dieser Song kommt mir irgendwie gar nicht mehr bekannt vor. Kann keinen Wolf mit einem Kaninchen bezwingen. Ich habe, glaube ich, irgendein Problem beim Gehören. Und verbrennen das Biss, ey, die Leute. Ich hab's einfach vergessen. Oh mein Gott, ich hab's einfach vergessen, hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich kann mich nicht daran erinnern, deswegen höre ich es einfach nochmal rein. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wenn ihr mich, also vielleicht verarscht ihr mich, aber ich höre mal rein jetzt. Let's go. Ich hab's nicht angehört. Ich lasse alles hinter mir und habe es erreicht, was ich wollte, denn die Früchte, die ich pflücke, sind nun reif. Sie nehmen meine Zeilen und stechen sie ins Fleisch, doch um mein Buch zu verstehen, müssen wir auf Seite 1 machen, statt zu reden, ohne fettes Budget, mit einem 30-Euro-Mic und einem Gammel-PC, über Rap-Themen geredet, ohne Money im Visier, später dann die ganzen Asis kritisiert, YouTube Germany, die... Hey, ist mega, mega nice. Ich habe mir wirklich noch nicht angehört. Mega nice. So, wer ist denn alles auf der Liste gelandet? Marcel Scorpion, stimmt, halb Mensch, halb Nase, Prank Bros, Superman Dennis, Luca, Jo Olli, aka Hurensohn, Sky Guy und Forks, Axel Voss. Oh, das heißt, es kommt noch ein Diss-Track zu Tilan. Oha, okay. Meine Mucke wird gehört, die Gemeinde hat zerstört. Sie verlinken mich auf Insta und tragen meinen Merch. Danke. Das finde ich geil, diese Adlib, danke. Finde ich richtig nice. Auf einmal kommt sie raus, diese Wut in meinem Bauch, dieser Hass unter der Haut. Atme ein, atme aus. Alle gehen sie drauf, kommt doch her, wenn ihr euch traut. Einer nach dem anderen. Warum zeigst du dich nicht? Darf man die Barthaare nicht sehen? Ich zeig mich nicht, so kann ich weiterhin Straftaten begehen. Dem ich was übergeben und da kann man mir nicht widersprechen. Damals habe ich sämtliche Rapper zerfickt auf Freestyle Battles, holte mir Pokale. Das ist schon lange her, da hatte Tubo noch Haare. Voldemort noch. Das ist schon lange her, da hatte Tubo noch Haare. Nase, alles Voldemort noch Nase. Oh, das ist, finde ich, ein richtig geiler Line. Alles zahlt sich aus, man muss nur fleißig und geduldig sein. Habe immer durchgezogen, mittlerweile schuldenfrei. Überall sind Ratten und sie wollen dir was Schlechtes. Schreiß sie im Gedächtnis auf meiner Blacklist. Wir sind die neue Ära und verbrennen das Biss. Ey, die Leute kaufen Lipton und sie denken an mich. Ich steh mein Mann auch ohne Gangster-Image-Background. EP 2019, Diagnose Blackout. Mega nice, mega nice. Ich freue mich sehr auf was noch so kommt. Vor allem auch die Tilan-Liste. Sehr, sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. So, wir schauen jetzt bei Premix vorbei, weil der Premix hat einen Diss-Track rausgehauen. Sehr viel, oh mein Gott, was für ein Thumbnail. Wo hast du das ausgekramt? Oh mein Gott, wo hast du dieses Foto von mir ausgekramt, Leute? Alter, das ist schon, oh mein Gott. Okay, dann let's go. Ey, Simon. Ich hab von diesen Unge... Oh mein Gott, so richtig alte Sachen. Oh mein Gott, so richtig alte Sachen drin. Let's go. Was ist das mitbekommen? Ein Kumpel von mir, Kuma, hat mitgemacht. Aber ich glaube, ich kann mal noch ein bisschen mehr zerreißen. Oh mein Gott, er sucht immer gute Stellen raus. Okay, ich bin gespannt, let's go. Sorry, wenn ich laut frag, doch wie
sieht dein Gesicht nicht aus wie ein einziger Ausschlag. Seine Lücke zautag, baut alles Hetzwang in seinem Garten, schluckt er bei uns zu sparen seinen eigenen Darm. Freunde, Geld und Arbeit hat er noch nie zu schätzen mehr. Seine Mann fährt 800 Kilometer für seinen Teddyband. Du kickst, wirst von deiner Mann auf. Uff, er hat richtig die Storytimes, er hat richtig die Storytimes angehört, Alter, auch mit dem Teddybären. Das wissen wahrscheinlich sogar nicht mal viele, die gerade im Chat sind, weil es sind immer diese Storytimes, die ich am Ende von dem Stream erzähle. Und das ist da, oh, der Primax, der hat sich auf jeden Fall dem Gegnerbezug schon mal direkt Mühe gegeben. Die ersten 40 Sekunden schon mal sehr überzeugend. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott. Die Wand, du kickst, wirst von deiner Mann auf Dickern gezogen. Währenddessen wird diese Bitch von meinem Dickern gezogen. 10 Jahre steuerfrei. Wo liest du so ein Shit? Bald kommt eine teure Mahnung und die Steuerfahndung. Und dann heißt es Non-Profit. Das war deine Uhr lesen, Baby G. Oh mein Gott, sogar mit der Uhr lesen der Baby G. Alter, oh mein Gott, dieser Text ist jetzt schon richtig, richtig stark. Die Bärle Kosol, AMC. Ist klar, er kann nicht mal seine Uhr lesen, Baby G. Was zu spenden, hä? Ja, vielleicht ein Bruchteil. Während der Vermummung wird erzählt, haben wir der fleißig Flugreihe. Ein Team supportet Dedica, reacted mehr als ein Chemiker. Und folgt an jedem Trend, beschränkt kann man sich eher weniger. Da meint, das war nicht ganz gemeint. Du wolltest nur nicht dein Gesicht verlieren, du fettes Schwein. Und ihr wisst jetzt Bescheid. Oh mein Gott, Respekt, Alter. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich der größte Respekt, den man jemanden raushauen kann, wenn man zeigt, dass man sich so heftig mit der Person beschäftigt hat und dann auch das so gut umsetzt. Ey, bis jetzt wirklich textlich von allen der heftigste Diss-Track. Ich mundtot, stopf dir dann ein Steak in dein Maul. Lass sie ausreden, weil sie eh keiner glaubt. Er will es schwimmen, erzählt euch das seit 3 Jahren. Bewegt sich kein... Aber was auch für geile Videoausschnitte, Junge. Was für geile Videoausschnitte. Alles so, ich sag mal so homoerotische Sachen. Erst so, wo ich Revi küsse, jetzt, wo ich so Mimi so... Oh mein Gott, er wirkt seit Jahren kein Stück Haupt... Höchstens mit seinen Bands aus seiner Einfahrt. Ist leider true, Alter. Oh nein, die Stelle, wo ich übel seinen Monitor vollgekotzt habe. Oh mein Gott, er hat... Alter, von Videoausschnitten textlich ist ultra, ultra stark. Du zeigst, bist keiner mehr leid, und ich fall deine Flow gegen die Ho. Einfach so krass, dass sie meiner betont. Einfach nur so, einfacher Spaß, aber kein Mist, denn ich kenne dich eher. Simon, du Punk, ey, oh Simon, was Punk, ey, oh Alter, sieht der Reddit bad up scheiße aus, Mann. Alter Schwede. Sau stark. Sau stark, Alter. Sau. Ich muss vielleicht noch meinen Text durchlesen. Ich muss noch kurz gucken, was am Ende kommt. Da kommt nämlich okay, noch das. Olivia. Ja. Ich bin Olivia, bin 16 Jahre alt. Ich würde erstmal sagen, wir gucken mal weiter. Ladies and gentlemen. Alles klar. Okay, jetzt. Jetzt wird's komplett übertrieben, ungeschnitten vor Gericht. Simon Unge pädophile Vorwürfe, weil ich dieser Olivia, die 16 ist, so gesagt hätte, so, yo, da guck ich mal lieber weiter. Alter Schwede, okay, nochmal ein richtiger Burner am Ende. Alter Schwede, Junge. Ist richtig nice gewesen. Wirklich, also auch vom Text her so gut getroffen. Ich hatte zwar selber schon mal einen Diss rausgehauen, wo ich auch diese Sache mit schieben Zähnen und so angesprochen habe und so, aber er hat es nochmal aufgegriffen und hat so gut umgesetzt. So, ich muss einmal ganz kurz hier nochmal den Text einmal lesen. Am Anfang ging es noch entspannt los, ja. Sorry, wenn ich laut frage, doch sieht sein Gesicht nicht aus wie ein Ausschlag. Simon wird jetzt autark, auf sehr starker Bezug, ne, baut alles in seinem eigenen Garten an und schluckt dabei, um zu sparen, seinen eigenen Samen. Fand ich noch okay so, aber dann, Junge, hier erstmal von der Storytime, dass meine Mutter 800 Kilometer für meinen Teddybären gefahren ist, früher als ich Kind war. Sehr, sehr hart zerstört. 10 Jahre steuerfrei. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und Spenden halt nur einen Bruchteil. Während er von der Umwelt erzählt, sammelt er fleißig Flugmeilen. Alter, ist wirklich stark gewesen. Also war vor allem auch diese Fettsackline, so die mit den Zähnen und so. War schon evil, Alter. Simon supportet Edeka, reactet mehr als ein Chemiker und folgt dann jedem Trend. Beschweren kann man sich da eher weniger. Hier wegen Danny Jessen, ne? Beschweren kann man sich da eher weniger. Dann meinte er, war nicht ernst gemeint, du wolltest nur nicht dein Gesicht verlieren, du fettes Schwein.
Und jetzt wisst ihr Bescheid. Also wirklich, wirklich nice. Der Song ist letzte Nacht relativ spontan entstanden. Alter, das ist echt ein starker Song für den Sport. Also solltest du überlegen, ob du bei Battle-Rap-Turnieren mitmachst. Wirklich stark. Also hat mich schon gut getroffen. War sehr, sehr nice. Also Love geht raus, Alter. War richtig, richtig nice. Zum Abschluss Daily Dose rein. Daily Dose. Wenn es ein neues Video gibt. Ja, es gibt ein neues Video. Honey Badger Saves. Part. Okay, ich weiß gar nicht, was ein Honey Badger ist. Ich weiß nicht, was ein Honey Badger ist. Hello everyone, this is... Okay, let's go. Auf geht's. This is your daily dose of internet. This Honey Badger saw her baby about to get eaten by a jaguar and came to save the day. Here comes another one. What? Jaguar and came to save the day. Ich hab's gar nicht verstanden, ich hab's gar nicht gerafft. Das ist scheinbar eine Dachsart, ein Honigdachs. This honey badger saw her baby about to get eaten by a jaguar. Oh mein Gott, überleg mal, die Mama sieht, dass das Baby von einem Jaguar gefressen wird. Und dann greift dieses Dachs, die Dachsmama, die ja viel kleiner und viel schwächer eigentlich ist als ein Jaguar, dann an. Oh mein Gott, Ehre. And came to save the day. Here comes another one. Whoa. Jesus. Leute, der Jaguar haut sogar ab davor, krass. Look at that. The baby was just a little shaken up and should make a full recovery. Oh mein Gott, stell euch das mal vor. Oh, Hallstatt in Österreich sieht wunderschön aus. Ich liebe sowas. Das sieht aus wie eine Filmkulisse. Das könnte so in Herr der Ringe oder irgendwie sowas drin sein. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine kranke Filmkulisse. Hier dieser perfekte See, dann diese kranken Berge. Wunderschöne, wunderschöne Landschaft und dann diese alten, ja, traditionellen Häuser so an diesem See drumherum. Wunderschön. Wunderschön. Sowas finde ich richtig schön. Das ist echt richtig krank. Das sieht so hübsch aus. Alter, diese Enten, wie geil. Lol, das ist nur ein Bild. Das sah echt aus wie eine echte, Banane. Guck mal, der Spiegelung und so, das sah super echt. Das sieht so echt aus. Das ist so dreidimensional, so echt, ey. Das finde ich richtig krass. This person discovered that this company uses the same cutout pattern for all their puzzles. By combining two or more puzzles together, he can make some beautiful works of art. Lol. Das ist ja cool. Ey, das ist ja richtig cool. Eigentlich nur, weil dieses Unternehmen so faul war, aber es ist so richtig cool. Oh, ist das cool. Das ist echt eine coole Sache. Boah, da ist aber Schiss, Alter, wenn es so nah ist. Landet das da? Hä? People saw this weird light fly over Los Angeles, but apparently it's just some guys in wingsuits. Was? Das sind einfach Leute in wingsuits mit so einem Feuerwerk hinten dran. They put fireworks on their feet and flew across the sky as a publicity stunt. Oha! Oha. This soldier came home from deployment to surprise his son at Taekwondo class. Because he was blindfolded, he had no idea he was training against his dad. Daddy? Süß und traurig. Lol, this little cat saw this big cat on TV and got scared. Oh mein Gott. Krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist mit ihm? Oh, die nuckelt am Finger, die Katze.
Lol. That's it in this video. I really hope you enjoyed. Crazy. And I'll see you guys again very, very soon. Okay. So, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns. Tschüss. Liebe geht raus. Tschüss, tschüss, tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.